Okay, dann fangen wir jetzt an mit der digitalen Gewalt und grundrechtswahrende Möglichkeiten, sie zu bekämpfen. Hallo Sina. Hi, okay, jetzt funktioniert es. Ich stelle einfach hier ab. So, erstmal hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich weiß, wir haben es irgendwie seit September versucht, uns hierher zu kriegen oder mich, weiß nicht warum, aber mich hierher zu kriegen. Und ich bin froh, dass es jetzt geklappt hat und dass einige gekommen sind, obwohl es so kalt ist. Ich muss mein Handy hier nebenher liegen lassen, einfach weil ich ein paar Notizen mir hier gemacht habe. Genau, ich bin Sina, ich arbeite seit 5, 6 Jahren im Bereich Hassrede, digitale Gewalt und seit knapp 2 Jahren bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ich soll heute darüber sprechen, was digitale Gewalt ist und wie grundrechtswahrende Möglichkeiten ausschauen können, sie zu bekämpfen. Ich weiß, dass es im September schon einen netzpolitischen Abend zu dem Thema gab. Von daher, für alle, die mehr lernen wollen, guckt euch das Video an. Das habe ich nämlich auch gemacht in Vorbereitung auf heute. Und wenn es Fragen gibt und Feedback, dann bitte an Toni, wie wir eben gelernt haben. Genau, vielleicht ganz kurz. Wow, die Präsentation sieht wirklich sehr anders aus heute. Ganz kurz zur Gesellschaft für Freiheitsrechte, für alle, die die GFF noch nicht kennen. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte wurde 2015 gegründet und wir sind inzwischen über 25 Mitarbeitende. Wir haben noch ein paar mehr Leute, glaube ich, im Büro. Das sieht zumindest sehr viel voller aus, weil wir auch ganz viele ReferentInnen haben, einen Office-Doc haben, PraktikantInnen haben. Also es ist immer recht voll, immer viel los. Die GFF ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit Mitteln der strategischen Prozessführung oder juristischen Interventionen für die Durchsetzung der Grund- und Menschenrechte einsetzt. Wir haben drei Schwerpunktbereiche. Einer ist starke Grundrechte für eine lebendige Demokratie. Das klingt super pathetisch. Was das bedeutet, ist, dass wir unter anderem in dem Bereich ein Projekt haben zum Hinweisgeberschutzgesetz in polizeilichen Strukturen. Der zweite Schwerpunktbereich ist Freiheit im digitalen Zeitalter, wo wir unter anderem am 20. Dezember wieder in Karlsruhe sind, vor dem Bundesverfassungsgericht, um gegen das BKA-Gesetz vorzugehen, das weitreichende Überwachungsmöglichkeiten vorsieht. Das sind teilweise Verfahren, mit denen wir uns in manchen Szenen sehr beliebt machen, in anderen Szenen überhaupt nicht. Und der dritte Schwerpunktbereich, den wir haben, sind soziale Rechte und Teilhabe, wo wir unter anderem 2023 auch ein Verfahren gewonnen haben zum Equal Pay, sodass alle Geschlechter das gleiche Geld verdienen sollten, idealerweise. Wenn wir nicht strategische Verfahren führen, wir haben nicht nur Legals im Team, flankieren wir unsere Maßnahmen auch mit Kommunikation und Policy und in dem Bereich arbeite ich und hoffentlich nach dem Abend auch immer noch. Und genau, heute erzähle ich euch ein bisschen was zu unserer Arbeit im Bereich digitale Gewalt, digitales Gewaltschutzgesetz. Wir haben das Thema seit 2019 auf unserer Agenda. 2019 hat Ulf Burmeier, unser Vorstandsvorsitzender damals und immer noch, in einem Beitrag Accountsperren, gerichtlich angeordnete Accountsperren vorgeschlagen als grundrechtsschonende Maßnahme, um schnell und effektiv auf digitale Gewalt zu reagieren. Seit 2021 haben wir auch ein Projekt zu digitaler Gewalt und haben im Mai 2023 einen eigenen Entwurf vorgelegt für ein digitales Gewaltschutzgesetz und sind damit sehr weit vor dem Zeitplan der Bundesregierung, die sowas auch vorhat. Doch dazu gleich mehr. Was meine ich, wenn ich über die digitale Gewalt spreche? Und ich glaube, es ist ein ganz wichtig, darüber auch nochmal zu sprechen, was digitale Gewalt überhaupt ist, weil ich habe das Gefühl, ganz viele Menschen, unter anderem auch das BMJ, verstehen darunter nur Hass im Netz. Der Begriff digitale Gewalt ist, finde ich, ein Sammelbegriff. Das ist eher eine Phänomenbeschreibung als tatsächlich eine Abgrenzung und umfasst tatsächlich ganz viele Formen von An- und Übergriffen, die oft von anonymen TäterInnen im digitalen Raum oder mit technischen Hilfsmitteln und digitalen Medien verübt werden. Anne Roth, die im September auch hier war und die wahrscheinlich alle kennen, definiert digitale Gewalt als alle Formen von Gewalt, die sich technischer Hilfsmittel oder digitaler Medien bedienen und oder im digitalen Raum stattfinden. Das bedeutet, wir können eigentlich unterscheiden zwischen zwei Formen von digitaler Gewalt. Einmal digitale Gewalt, die auf Plattformen stattfindet und einmal digitale Gewalt, die mit technischen Hilfsmitteln, beispielsweise Apps oder auch Kameras, die installiert werden, in Umkleiden und so weiter stattfinden oder ausgeführt wird. Der
Begriff digitale Gewalt deckt also sehr viel mehr ab als nur Hass im Netz. Ich glaube, seit 6, 7 Jahren in dem Bereich, wenn wir über digitale Gewalt sprechen, wird ganz häufig nur Hass im Netz gemeint. Jemand wird im Netz beleidigt und das wird als digitale Gewalt bezeichnet, aber digitale Gewalt ist mehr. Darunter fallen auch Phänomene wie Cyberstalking, Cyberharassment, Cybermobbing, also packt einfach Cyber vor alles und das passt unter digitale Gewalt. Was ist die Folge von digitaler Gewalt? Immer mehr Menschen ziehen sich zurück aus digitalen Kommunikationsräumen, was natürlich sehr bedenklich ist, wenn wir darüber nachdenken, wo Demokratie stattfindet, wo Gesellschaft stattfindet. Also ganz viel Diskussion, Austausch findet eben in den sozialen Medien statt. Das ist eine gute und schlechte Entwicklung gleichzeitig, kann man sehen, wie man will. Digitale Gewalt führt auch zu Einschüchterungen, Übergriffen und Gewalt in der analogen Welt. Unter anderem haben sich verschiedene TäterInnen der Vergangenheit auch im digitalen Raum radikalisiert, haben ihre Taten angekündigt und Menschen, die attackiert wurden in der, ich sage mal, analogen Welt, wurden vorher im digitalen Raum massiv angegriffen. Unter anderem eben auch, das ist das beliebteste Beispiel, das alle immer nehmen, Walter Lübcke. Ich glaube, es sind sehr schwerwiegende Konsequenzen, die das hat für unsere Gesellschaft, für unsere Demokratie. Ich glaube, das ist allen klar. Ich glaube, was allen nicht so ganz klar ist, was das tatsächlich mit Betroffenen macht. Bei Betroffenen von digitaler Gewalt führt dieses kontinuierliche Angegriffenwerden, auch im digitalen Raum, auch wenn das nur in Anführungszeichen der digitale Raum ist, zu Persönlichkeitsveränderungen. Es kann zu Schlafstörungen führen, zu Depressionen, zu Suchtverhalten. Also es hat ganz reale Konsequenzen und es hilft da nicht zu hören, ja, dann mach halt das Internet aus oder lösch das Internet von deinem Handy oder lösch deinen Instagram oder TikTok oder LinkedIn-Account oder sonst irgendwas oder Mastodon-Account, weil die Gewalt ist ja trotzdem noch da und ich habe das trotzdem erfahren und bin dem trotzdem immer und immer wieder ausgesetzt. Und glaube, das ist ja deshalb auch ganz wichtig, darüber zu sprechen, was digitale Gewalt mit Menschen machen kann und nicht nur mit uns als Gesellschaft und als Demokratie. Wie ist der Status quo? Was gibt es schon, um gegen digitale Gewalt vorzugehen? Natürlich gibt es das Strafrecht, da gab es in den letzten Jahren auch einen riesigen Reformeifer. Man hat Paragraphen ergänzt, man hat Paragraphen verschärft, unter anderem hat man den Doxing-Paragraphen mit aufgenommen, also dieses Veröffentlichen von privaten Daten ohne Zustimmung. Beim Stalking-Paragraphen oder Nachstellungsparagraphen hat man Cyberstalking mit aufgegriffen. Genau, also es wird viel getan im Strafrecht, aber das ist natürlich nicht das Einzige, wo gerade dran gearbeitet wird. Ich erzähle hier wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich sage, der DSA ist auch da. Digitale Gewalt versucht man auch in den Griff zu kriegen, indem man Regulierung schafft, indem man versucht, Plattformen zu regulieren. Am liebsten die ganz großen Plattformen, wo natürlich ganz viel Gewalt passiert. In Deutschland hat man das erst mit dem NetzDG versucht, jetzt mit dem DSA. Und ja, ist nice to have irgendwie, aber es ist natürlich nicht ausreichend, denn das Strafrecht konzentriert sich vor allem auf die TäterInnen, die Regulierungsrahmen vor allem auf die Plattform, aber wer konzentriert sich eigentlich auf Betroffene von digitaler Gewalt? Warum wirkt die Strafverfolgung nicht? Warum eignet sich das Strafrecht nicht? Das Strafrecht eignet sich strukturell nicht, digitale Gewalt schnell zu beenden, weil der Staat in jedem einzelnen Fall einem konkreten Menschen eine konkrete Handlung ohne vernünftigen Zweifel nachweisen muss. Was das bedeutet, ist, man muss einer einzelnen Person zu 100% nachweisen können, dass sie eine Straftat begangen hat, also einen Tweet, einen Kommentar abgeschickt hat. Es reicht also nicht, wenn man weiß, was die IP-Adresse ist. Es reicht nicht zu wissen, welcher Anschluss sich hinter einer IP-Adresse auch verbirgt. Denn x Menschen können diesen Account und Anschluss mitbenutzt haben. Daher bringt auch die Vorratsdatenspeicherung wenig. Das ist eine Diskussion, die ich eigentlich dachte, dass wir abgeschlossen haben, aber jetzt doch wieder führen können oder immer wieder auch führen müssen. Die Vorratsdatenspeicherung bringt auch deshalb nichts, weil sie nur zur Verfolgung von schweren Straftaten in Betracht gezogen werden dürfte. Ein Großteil der Straftaten von digitaler Gewalt sind aber eben nicht schwere Straftaten. Genau, es reicht also im Strafrecht nicht, wenn man weiß, wem ein Account gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, aber ganz häufig eine Aussage, die man hört, ist eben, ja, ich habe den Laptop so offen auf Arbeit stehen lassen oder auf Uni stehen lassen oder in der Schule stehen lassen, hat der Peter gemacht, war ich nicht.
Und genau deshalb ist es so schwierig, mit dem Strafrecht überhaupt irgendeine Person tatsächlich zu identifizieren, die diese Tat begangen hat und dann tatsächlich auch zu ahnden. Das Strafrecht ist trotzdem richtig und wichtig. Niemand wird sich hier hinstellen und sagen, lasst uns das Strafrecht abschaffen. Es ist aber im Bereich von Hasskriminalität und vor allem von digitaler Gewalt einfach nicht ausreichend und kann aus strukturellen Gründen auch einfach nicht effektiv sein. Dann habe ich noch den DSA erwähnt, das habe ich jetzt nicht auf der Folie geklatscht, aber auch der DSA ist nicht ausreichend und wird meines Erachtens vor allem auch in dem Bereich Hass im Netz, digitale Gewalt als die eine große Lösung gesehen und als das Allheilmittel gesehen. Irgendwann über den Sommer habe ich auch gesehen, dass irgendjemand den DSA als das neue Grundgesetz fürs Internet bezeichnet hat. Das ist der DSA einfach nicht. Es ist ein Regulierungsrahmen. Wir wissen noch nicht genau, was der DSA uns bringen wird oder auch nicht bringen wird. Ich glaube, es ist ganz großartig, sowas zu haben. Und wir müssen uns alle darum kümmern, dass das Teil auch wirklich funktioniert. Aber es ist am Ende einfach nur ein Regulierungsrahmen. Deshalb brauchen wir eben einfach Maßnahmen weg vom Strafrecht, weg vom Regulierungsrahmen, der sich auf Betroffene konzentriert. Und das Schöne ist, die Bundesregierung hat es auch sich gedacht. Im Koalitionsvertrag steht, dass ein Gesetz gegen digitale Gewalt geplant ist. Rechtliche Hürden für Betroffene sollen abgebaut werden, unter anderem Lücken bei Auskunftsrechten. Es sollen umfassende Beratungsangebote aufgesetzt werden und die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung und die Möglichkeit der richterlich angeordneten Accountsperren. Als wir den Koalitionsvertrag gelesen haben, haben wir uns erstmal gefreut, weil Gesetz gegen digitale Gewalt, yay. Dann kam der Teil zu den Auskunftsrechten, da dachten wir als GFF, okay, mal schauen, was da passiert. Dann Beratungsangebote und auch richterlich angeordnete Accountsperren, wieder yay. Und dann kam im April, das Eckpunktepapier aus dem BMJ. Whatever happened here? Okay, ich glaube, jetzt ist alles da. Ein Gesetz, das sich Gesetz gegen digitale Gewalt nennt, vielleicht auch hier erstmal so ein Erwartungsmanagement. Natürlich kann so ein Gesetz nicht alles abdecken. Aber so ein Gesetz sollte ganz klar sagen, was digitale Gewalt ist. Und das passiert tatsächlich nicht. Bisher ist es ein Gesetz gegen Hass im Netz, bezeichnet sich aber als Gesetz gegen digitale Gewalt, digitales Gewaltschutzgesetz. Es ist so ein bisschen noch ein bisschen missverständlich. Ich glaube, es muss ganz klar werden, was denn ein digitales Gewaltschutzgesetz ist. Was das BMJ in seinem Gesetz in den Eckpunkten drinstehen hat, ist einmal diese Reform der Auskunftsansprüche, wie Sie es auch angekündigt haben. Ich gehe vielleicht nochmal kurz zurück. Sie haben die richterlich angeordneten Accountsperren drin und auch den Zustellungsbevollmächtigten drin, wie wir den aus dem NetzDG kennen. Jetzt nochmal hier. So, genau. Also im BMJ, was fehlt? Wir wissen nicht genau, was das BMJ meint mit digitaler Gewalt. Dann finden wir das super, dass das BMJ, ich fange mal mit dem Positiven an, es ist super, dass das BMJ den Zustellungsbevollmächtigten drin hat. Finde ich großartig. Das macht alles sehr viel einfacher, wenn wir jemanden haben von den großen Plattformen, der hier in Deutschland sitzt, den wir Post schicken können. Großartig. Das EuGH hat jetzt eine Entscheidung getroffen gegen das NetzDG-Äquivalent aus Österreich. Deshalb wissen wir nicht, hat das noch Bestand in Zukunft, ja oder nein. Ich glaube, das wird man sehen, ob das weiterhin bestehen bleibt. Aber fingers crossed, dass das bleibt. Also finden wir super. Super finden wir auch, dass die Accountsperren drin sind. Das haben wir als kleinen Gewinn für uns auch verbucht, weil wir dazu auch gearbeitet haben. Ich erzähle auch gleich, wie wir das bei uns geregelt haben. Das BMJ sieht aber so hohe Regelungen vor, so hohe Maßstäbe vor, dass diese Accountsperren am Ende de facto nicht genutzt werden können. Es ist nicht vorgesehen, dass die Accountsperren wirken können in Fällen von Volksverhetzung. Das ist sehr bedenklich. Volksverhetzung ist einer der Tatbestände, den die Plattformen mit am meisten in ihren Transparenzberichten registrieren. Volksverhetzung ist einer, ich würde traurigerweise sagen, ein nicht wegzudenkender Bestandteil unserer Kommunikationskultur im Internet, traurigerweise. Das nicht zu erwähnen, finde ich sehr, sehr bedenklich. Was auch nicht drinsteht in den BMJ-Eckpunkten sind die Beratungsangebote. Im Koalitionsvertrag wurde gesagt, Beratungsangebote werden ausgebaut.
Beratungsstrukturen werden ausgebaut. Auch das steht alles nicht drin im, in den Eckpunkten des BMJs. Jetzt funktionieren meine Notizen hier auch nicht mehr, also alles ist super. Egal, weiter geht's. Genau, also das steht alles nicht drin in den BMJ-Eckpunkten. Was in den... Okay, wir gucken, was passiert. Was in den BMJ-Eckpunkten drinsteht, ist, dass private Auskunftsansprüche gestärkt werden müssen. Das heißt, die Informationen über Personen, die Dinge im Internet verbreiten, sollen leichter rausgegeben werden. Wir finden das bedenklich. Also erstmal, wir verstehen, dass diese Auskunftsansprüche reformiert werden müssen. Das ist gerade nicht zufriedenstellend, wie es jetzt gerade ist. Verfahren sind unnötig lange. Aber trotz allem ist es bedenklich, dass die... sind diese Änderungen, die das BMJ vorschlägt, bedenklich. Unter anderem entlässt es Plattformen aus ihrer Verantwortung. Man versucht, analoge Mittel in den digitalen Raum zu übersetzen. Man ist sich nicht dessen bewusst, dass dadurch die Privatsphäre im digitalen Raum gefährdet werden kann, dass dadurch die Anonymität im digitalen Raum gefährdet werden kann. Und es kann zu unabsehbaren Folgeproblemen für führen. Unter anderem stellt sich die Haftungsfrage des Anschlussinhabers. Abgesehen davon habe ich ja schon gesagt, diese Identifikation von Personen, die hinter diesen Accounts stehen, ziehen Verfahren teilweise unnötig in die Länge und sind teilweise unnötig, weil es dann sein kann, ja, dass dann die Ausrede kommt, ja, ich war das nicht, Person XY hat meinen Account benutzt. Also weiß ich nicht, wie sehr sich diese Reform der Auskunftsansprüche tatsächlich am Ende lohnt und wie sinnvoll es ist. Und zu guter Letzt, solche Auskunftsverfahren sind in der Regel, selbst wenn die perfekt verlaufen, immer langwierig. Wir haben also dieses Problem, dass digitale Gewalt und Betroffene von digitaler Gewalt Verfahren führen müssen, die teilweise Monate oder Jahre lang sind. Ich war vergangene Woche auf einer Veranstaltung mit Sausan Chebli, die dann gesagt hat, dass sie jetzt ein Urteil erstritten hat, das für ein Verfahren, das sie seit 2022 führt, also über ein Jahr lang. Auch wenn wir diese Auskunftsansprüche noch so toll reformieren, werden sich die Verfahren nicht verschnellern. Werden die Verfahren nicht schneller. Und ja, ist einfach bedenklich und würde ich sagen, sobald die Eckpunkte aus dem BMJ kommen, die sind nämlich auch immer noch nicht da, nee, nicht Eckpunkte, der Referentenwurf aus dem BMJ kommt, ist das tatsächlich ein Punkt, auf den man genauer schauen sollte. Ah, die Folie sieht richtig schön aus. Wie könnte deshalb grundrechtssensibler digitaler Gewaltschutz stattdessen aussehen? Wie ich schon gesagt habe, die GFF hat einen eigenen Vorschlag gemacht. Das heißt, wir sind vielleicht ein bisschen biased und haben uns Gedanken gemacht, wie das vielleicht schöner aussehen könnte. Und finden auch unseren Entwurf natürlich wunderschön. Und zwar schlagen wir vor, neue Anspruchsgrundlagen zu schaffen, die grundrechtskonform und zukunftsoffen sind, insbesondere für richterlich angeordnete Accountsperren. Was bedeutet grundrechtskonform und zukunftsoffen? Es bedeutet, dass Gerichte ermächtigt werden sollen, jetzt fehlt mir gerade das Wort, Maßnahmen vorzuschlagen, die, das wichtigste Wort fehlt mir, die gerechtfertigt sind. Ich glaube, es ist das falsche juristische Wort, aber ich hoffe einfach, es ist niemand Jurist hier, aber die Gerichte sollen Maßnahmen ergreifen können und vorschlagen können, die gerechtfertigt sind, die proportional sind und die digitale Gewalt schnell beenden. Wir haben das am Beispiel der gerichtlich angeordneten Accountsperren durchgespielt. Es ist aber nur ein Beispiel. Das heißt, die Gerichte können auch andere Maßnahmen ergreifen. Unter anderem sollen sie ermächtigt sein, Accounts auch in den Lesemodus zu versetzen. Die können vorschlagen, dass Accountsperren für 2 Monate gelten, lebenslänglich gelten, ja oder nein, bleibt den Gerichten überlassen. Aber das Wichtige ist, Gerichte sollen ermächtigt werden, auch gegen den Willen der Plattformen diese Maßnahmen umzusetzen. Wir wollen ein schnelles Verfahren schlagen ein schnelles Verfahren vor, wie das Gerichte auch teilweise schon machen können. Ich weiß, es gibt in Deutschland dieses Sprichwort, die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Das tun sie auch, aber in einigen Verfahren ist es tatsächlich so, dass Gerichte in Eilverfahren beispielsweise schnell und effektiv entscheiden können für oder eben gegen die Klägerinnen und Kläger. Unter anderem beispielsweise in Presseverfahren, Presserechtsverfahren oder auch in analogen Gewaltschutzverfahren, dass es innerhalb von wenigen Tagen teilweise entschieden ist. Und das würde eben auch dafür sprechen, dass man Schwerpunkt Gerichte schafft,
Expertinnen schafft, die diese Verfahren schnell und effektiv führen können. Ich wiederhole jetzt mehrfach schnell und effektiv, aber das ist tatsächlich der Punkt, der Dreh- und Angelpunkt, glaube ich, dass wir Verfahren schaffen müssen, Prozesse schaffen müssen, wo wir schnell Betroffenen helfen können, schnell diese digitale Gewalt aus dem Verkehr ziehen können, weil genau das ist unter anderem, was fehlt. Einen weiteren wichtigen Punkt, auf den ich noch ein bisschen mehr eingehen möchte, ist auch die Beteiligung der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft, betroffene Strukturen, Beratungsstrukturen tauchen im BMJ-Papier überhaupt gar nicht auf. Im Koalitionsvertrag steht aber, dass Beratungsstrukturen gestärkt und ausgebaut werden sollen. Finde ich ein bisschen komisch, dass es dann im BMJ-Papier überhaupt nicht auftaucht. Und wir haben tatsächlich einen Schwerpunkt gelegt auf die Beteiligung der Zivilgesellschaft. Genauer die Beteiligung von Beratungsstrukturen, Beratungsorganisationen. Und zwar sehen wir in unserem Entwurf vor, dass bestimmte Organisationen Verfahren führen sollen können, unterstützend für Betroffene von digitaler Gewalt oder auch eigeninitiativ. Das heißt, dass Betroffene auf Beratungsstrukturen zugehen können sollen und diese die Verfahren führen lassen sollen, weil verschiedene Betroffene digitaler Gewalt sind vor allem Frauen betroffen, vor allem marginalisierte Menschen, mehrfach marginalisierte Menschen, die vielleicht weder das Privileg haben, rechtsstaatliche Strukturen zu nutzen oder auch nicht das Vertrauen haben in staatliche Strukturen und rechtsstaatliche Strukturen, Strafverfolgungsbehörden, geschweige denn die finanziellen Mittel haben, um solche Verfahren selbst führen zu können. Von daher sollen Betroffene digitaler Gewalt die Möglichkeit haben, Beratungsorganisationen zu beauftragen, diese Verfahren in ihrem Namen führen zu können, um so auch sich selbst zu schützen und ihren Namen vor allem da auch rauszuhalten. Außerdem schlagen wir vor, dass Beratungsstrukturen diese Verfahren auch eigeninitiativ führen können, beispielsweise in Fällen von Volksverhetzung, wo es gerade noch eine Rechtsschutzlücke gibt. Bei der Volksverhetzung ist keine Person individuell betroffen, sondern es sind Menschengruppen, die betroffen sind. Und wir möchten, dass Organisationen im nach dem Verbandsklagerecht, der Verbandsklagemöglichkeit, eigeninitiativ solche Fälle vor Gericht bringen können. Taucht beides so nicht bisher auf in den Eckpunkten. Ich hoffe sehr auf den Referentenentwurf, kann mir aber nicht vorstellen, dass ein gelbes Haus tatsächlich eine Verbandsklagemöglichkeit ermöglichen wird. Aber das sind so die Vorschläge, die wir uns überlegt haben. Vielleicht noch einen Punkt, um noch einen Punkt zu ergänzen. Unser Vorschlag sieht auch vor, dass eben diese Verfahren geführt werden können gegen anonyme Accounts. Das heißt, es ist scheißegal, sorry für die Sprache, sorry. Es ist ganz egal, wer hinter diesem Account steht, sondern dieser Account wird erstmal als Mittel, als Werkzeug aus dem Verkehr gezogen. Das bedeutet auch nicht, dass dieses Verfahren ausreicht. Natürlich können strafrechtliche Verfahren parallel noch nebenher laufen. Das Wichtige ist, Gewalt soll aus dem Verkehr gezogen werden und soll zur Strecke gebracht werden. Ein weiterer wichtiger Punkt aus unserem Eckpunktepapier ist auch, dass wir nicht versuchen, analoge Maßnahmen zu übersetzen in den digitalen Raum, sondern dass wir in unserem Verfahren schon vorsehen, dass diese Kommunikationsbeziehung zwischen Plattform betroffener Person und Account grundlegend ist. Also die Plattform soll aktiv involviert werden und natürlich stellen wir uns im Idealfall vor, dass die Plattform auch die Kosten tragen. Mal schauen, wie das sich ausgeht, aber das wäre so der Wunschtraum. So, selbst wenn die Bundesregierung jetzt unseren Gesetzesvorschlag übernehmen würde, würde das ausreichen? Nein, würde es natürlich nicht. Denn auch unser Gesetzesvorschlag konzentriert sich vor allem auf plattformbasierte digitale Gewalt. Wir sprechen noch nicht über Tech-Facilitated digitale Gewalt, digitale Gewalt im sozialen Nahraum. Das sind alles Bereiche, über die wir aber sprechen müssen und die nicht hinten runterfallen dürfen. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Dieses Gesetz aus dem BMJ, der Name muss angepasst werden, damit wir klar sagen können, worüber sprechen wir und was adressiert dieses Gesetz. Selbst wenn der Name angepasst wird, ist es nicht ausreichend. In dem Gesetz, in den Eckpunkten aus dem BMJ, aber auch in unserem Gesetz beispielsweise, kommt zu kurz Diskussionen über Impressumspflichten, über Melderegistersperren. All das sind Dinge, die man aber aufgreifen muss, wenn man über digitale Gewalt spricht. Was auch auftauchen muss, wenn man über die digitale Gewalt spricht, ist, dass natürlich
nicht, das beste Gesetz wird nicht dafür sorgen, dass digitale Gewalt beendet wird. Wir können nicht für jedes Problem ein neues Gesetz schreiben. Wir können es versuchen. Es wird wahrscheinlich nicht so grundrechtekonform am Ende sein, aber es ist ganz egal, wie viele Gesetze wir schreiben. Digitale Gewalt wird dadurch nicht beendet werden. Was wir brauchen, sind noch ergänzende Maßnahmen. Beispielsweise, und das sind so Dauerkassenschlager, die man immer wieder bringt, wenn man in dem Bereich arbeitet, aber Sensibilisierung der Justiz und der Strafverfolgungsbehörden. Es kann nicht sein, dass Betroffene von digitaler Gewalt in Polizeidienststellen aus dem Raum gelacht werden, weil es nicht ernst genommen wird. Wir müssen natürlich Beratungsstrukturen ausbauen. Und dazu, und da meine ich nicht, dass wir komplett neue, hippe, digitale Beratungsstrukturen schaffen müssen, auch. Aber wir müssen vor allem auch lokale Beratungsstrukturen stärken, die auch vor Ort sind, die nicht alle in Berlin sitzen oder in München sitzen oder in Stuttgart sitzen, sondern auch tatsächlich im ländlichen Raum sitzen. Wir müssen den Zugang zur Justiz barrierefreier gestalten, inklusiver gestalten, sodass auch Menschen Zugang zur Justiz haben, die vielleicht keinen deutschen Pass haben. Wir müssen drüber sprechen, wie wir diese Verfahren beispielsweise zur Online-Anzeige irgendwie einfacher gestalten können. Es kann nicht sein, dass wenn ich einen Dickpick kriege, ich das auf Arbeit ausdrucken muss, um das dann zur Anzeige bringen zu können. Und das ist immer noch die Realität in 2023, dass wenn ich einen Dickpick geschickt kriege, ich das ausdrucken muss, und um das zur Polizei zu bringen, um das zur Anzeige zu bringen. Ist unangenehm. Und also all das sind Dinge, über die wir sprechen müssen. Dann natürlich ein weiteres Buzzword, das immer wieder fällt, ist Medienkompetenz, Bildung. Auch das sind Aspekte, über die man sprechen muss, wenn man über digitale Gewalt spricht. Es gibt extrem, extrem viel zu tun. Ich glaube aber, dass unser Entwurf, unser Gesetzentwurf tatsächlich einen guten Beitrag leisten kann, um zumindest mal dafür zu sorgen, dass Betroffenen schnell und effektiv geholfen wird und dass vor allem Beratungsstrukturen ermächtigt werden, auch zu unterstützen und aktiv reinzugehen. Und ich will nicht alles den Beratungsstrukturen aufbürden, denn natürlich muss sowas auch einhergehen mit einer ausreichenden Förderung, was hoffentlich passieren wird. Laut Koalitionsvertrag soll es passieren, aber Versprechen sind ja dazu da, dass sie gebrochen werden. Von daher mal schauen. Was auch immer das hier bedeutet, aber vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und sorry, meine Notizen waren echt Mist heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank für den Vortrag und sorry für das Zerschießen der Folien. Vielleicht magst du noch ein, zwei Fragen beantworten. Ich weiß nicht, ob es hier welche gibt. Meine erste Frage wäre eigentlich mal, wann ist es denn soweit mit dem Referentenentwurf? Gibt es da einen Zeitplan? Gibt es da noch andere Vorschläge außer von euch? Oder? Jetzt ist mal noch an. Referentenentwurf. BMJ hat gesagt, ich glaube, erst hieß es im Herbst, aber ich gucke mal in die Richtung hier. Da. Erst hieß es Herbst, aber ich glaube, es wird Q1 2024. Kann Januar sein, kann März sein, Q1 ist ja lang, von daher mal schauen. Ich hoffe auf Januar und ich hoffe sehr, dass es auf jeden Fall nicht zwischen den Weihnachtsfeiertagen kommt, weil da würde ich gerne ausspannen. Und gibt es andere Vorschläge? Es gab extrem viel Rückmeldung aus der Zivilgesellschaft zu diesen Eckpunkten tatsächlich, was positiv überraschend war tatsächlich, weil die Eckpunkte, das waren irgendwie 2-3 Seiten oder so. Und hat schon so viel Debatte und so viel Diskussion ausgelöst, was ich sehr vielversprechend tatsächlich fand, wo ich sehr hoffe, dass die Zivilgesellschaft weiter so aktiv bleibt. Okay, also gibt es eine Möglichkeit, sich da am Protest noch zu beteiligen oder das zu unterstützen oder einfach beobachten und Daumen drücken? Oder? Also am besten schreibt jetzt alle dem BMJ, dass Volksverhetzung unbedingt rein muss und Verbandsklagemöglichkeiten bitte auch und dass bitte die Beratungen ausreichend finanziert werden sollen. Aber Scherz beiseite, ich hoffe sehr, dass nach dem Referentenentwurf tatsächlich auch die Möglichkeit gibt, nochmal Feedback einzuspeisen. Mal schauen. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass man sich nur zurücklehnen muss und Däumchen drehen und Daumen drücken und so weiter, sondern man kann tatsächlich noch sich aktiv einbringen, schreibt euren MdBs, egal ob die im Digitalausschuss oder Rechtsausschuss sitzen oder nicht, und versucht so vielleicht ein bisschen Druck aufzubauen oder Themen zu platzieren. Okay. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum hier?
Das sieht nicht so aus. Doch, hier ist noch eine Frage. Nur ganz kurz, euer Gesetzentwurf, ist der irgendwo online auf eurer Website oder was? Ja, der ist auf www.freiheitsrechte.org unter Marie-Munk-Initiative zum Download, aber du kannst mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben, sofern man die E-Mail-Adresse sieht, und dann schicke ich ihn dir auch sehr gerne zu, aber er ist auf jeden Fall auf der Website. Verlinken wir auch gerne nochmal in unserem Blogbeitrag zu dem Abend hier. Noch jemand? Eine Frage? Dann nochmal vielen Dank.